Zuschauer das Video sehen, dann ist es wahrscheinlich länger her. Wahrscheinlich. Also, ich nehme aber, denke ich, heute noch auf. Weil ich nehme jetzt mittlerweile mit dem PC meines Bruders auf. Warum erfahrt ihr in meiner Folge von Minecraft? Oh, Toilette. Was wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung, Toilette. Warum habe ich denn noch den Cobblestone hier dabei? So. Ah ja, genau. Bist du sicher, mit dem du mal aufnimmst? Weil wir wissen ja nicht, wegen dem Ton, ne, und so. Wegen dem Ton, Dinge. Wegen was aufnimmst? Wegen dem Ton. Warum soll ich... was war jetzt der Ton? Ja, aber wenn es nicht anders hingeht, dann müssen... Also, wäre halt cool, wenn die Leute ein bisschen lauter drehen würden, dann hört man ja alles. Wenn es nicht funktioniert, ist doof, aber mit dem PC hier kann man halt um einiges besser aufnehmen als mit meinem. Außerdem will meiner sich zurzeit nicht richtig updaten. Meinst du eigentlich, wenn Ender, Ender vor allem, wenn Elder Scrolls Online raus ist, sollen wir da zusammen zocken oder spielen? Ich glaube auch. Aber schon mal gesagt, ja. Leider. Dauert aber noch. So. Mal. Ach ja, übrigens nochmal so eine kleine Information am Rande. Für alle Leute, die jetzt denken, es gäbe Herobrine wirklich oder hätte es ihn oder es hätte ihn jemals gegeben, nein, es gab Herobrine nie. Es gab auch, es gibt auch diese sogenannten Creepypastas bei Pokémon, die man sich im Internet angucken kann. Gab es auch nie. Ja, das ist mal so am Rande. Es kann vorkommen, dass es von den Creepypastas die Spiele wirklich gibt. Allerdings wurden die dann, nachdem das Creepypasta erfunden wurde, im Nachhinein beschrieben. So. So, jetzt sagst du für die Leute, die es nicht wissen, was ein Creepypasta ist. Ein Creepypasta ist, also, übersetzt das im Grunde genommen da, so eine Art, also es gibt auch immer, beispielsweise im Film oder auch im echten Leben, an einem Lagerfeuer erzählt man sich ja manchmal irgendwelche gruseligen Schrottgeschichten, die auch nicht stimmen, aber man findet sie trotzdem spannend, weißt du? Und das ist im Grunde genommen ein Creepypasta. Mhm. Nur online. Ey, kannst du dir noch an die Geschichte... Weißt du noch, als wir damals in der Turnhalle übergepennt haben? Weißt du noch die Geschichte der Herr Stegemann, die Herr Stegemann erzählt hat? Ah, oh. Wo der Typ mit seinem Kopf auf... Wo der irre Typ da ausgebrochen ist. Vielleicht. Und dann, wo die Frau im Auto saß, doch, weil der Typ zur Tankstelle gehen wollte. Aber ich kann mich jetzt irgendwie doch wieder dran erinnern, ja, doch. Ich könnte jetzt erzählen, aber ich will ja hier keinen Schiss verbreiten. Nein. Oh ja, viele Grüße an Herr Stegemann, aber ich bezweifle ganz doll, dass er dieses Video sieht. Weil es unsere Lehrer stalken mit seiner. Finde ich jetzt voll lustig. Das finde ich echt mal voll lustig. Irgendwie. Ja. Aha. Okay, ich sehe dich irgendwie gerade nicht. Wieso ist da ein Loch in meinem Boden? Weil ich da Kohle gegraben habe. Loch im Boden ist stylisch. Gravel. Stein, oh mein Gott. Warum sage ich so oft, oh mein Gott? Und wieso steht da drüben wie so eine Gammelfackel in so einer Minihöhle? Vielleicht, weil du nicht mehr habe, da sagst? Ey, schon wieder so eine Minihöhle mit einer Fackel. Willst du mich verarschen? Woher kommen die Dinger? Die, können, ah, ja, doch, die kommt, könnte vielleicht von mir sein. Stimmt, ja doch, die ist wahrscheinlich von dir. Weil ich vorhin was ausgegraben habe. Ah, da vorne bist du. Ich dachte gerade schon, hier irgend so ein Geisterschrei. Warum sind die überall nicht? Hast du dir gerade... Nein! Hast du dir gerade wehgetan? Ja, okay, dann warst du das. Von deinen infernalischen Löchern gefallen. Hoppla, gefallen. Ich hab dich auch lieb. Oh mein Gott, ich bin Level 17. Ich bin jetzt Level 17, ja? Und ich sage jetzt wieder habe da, weil ich habe da sagen will. Ja, weil ich kann. Ja. Boah, der Spruch ist sowieso beste. Warum machst du das, weil ich es kann? Oder warum?
Wegen der Milch. Yo, kannst du mal herkommen zu meinem Gang hier? Das ist voll strange. Ah, ne, ist doch nicht strange. Natürlich. Ich sag mal so. Was war denn? Warte. Ich bin auf das hier gestoßen und hab mich nur gefragt, woher kommt der Gang? Weißt du, von vorhin da, die Höhle. Puh. Hallo. Hi. Übrigens sind, glaube ich, diese komische Renderfeder jetzt auch alle weg. Hoffentlich. Nein, Lava! Bleib weg von mir. Also soll ich auch langsam aufhören zu graben? Alter, ich packe in der Wald in der Wand rum. Ja, ich konnte gerade in der Wand rumbacken irgendwie. Warte. Im Ernst? Da ist auch Lava? Ja, bei mir ist Lava. Wir haben unsere Minenbasis mal wieder an einem Scheißort. Aber der Ort ist richtig scheiße. Wir sind jetzt wir sind hier komplett zugekleistert mit Lava. Uns gegenüber. Ich auch, der kommt von oben, glaube ich. Ich höre Slime. Ey, der Slime-Chunk ist geil, oder? Ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Ey, das war voll episch, der Slime-Chunk. Finde ich echt mal geil. Ja. Ist so, ne? Wollen wir den einfach ein bisschen vergrößern? Kriegen wir auch Stein durch. Ja, aber es ist noch nicht zu klein. Haben wir ja schon mal gemacht etwas. Sterbt, ihr süßen Viecher. Ey, wir könnten die kleinen Dinger echt mal als Haustiere halten, ne? Ja, eigentlich schon. Naja, ich fange nochmal an. Ich mache jetzt so lange, bis ich die Spitzhacke hier Schrott habe und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal wieder ein bisschen fireworken. Nein, ja, ich habe Firework gesagt wegen Katy Perry damals. Jetzt so League of Firework. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam jetzt gerade. Wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich habe ich so ein Törtchen gesehen und kam dann auf so ein doofes Video von der, wo die irgendwie kaum bekleidet auf Bällchen und so lag. Jetzt kommt, weißt du, jetzt, wenn wir uns dann später ein Video irgendwann mal angucken wollen, dieses Video wurde von der GEMA gesperrt, weil sie haben einen Namen benutzt, der bei uns unter Vertrag steht. Katy Perry. Danny Taylor-Bettke ist... Was? Wer ist das? Auf jeden Fall, Fisch. Wer auch sonst? Katze! Yeah! Mal sehen. Ich hab keine Wie lange kannst du heute aufnehmen? Ich hab auch meistens Zeit. Weil ich hab Zeit. Darf ich dir mitteilen? Ist das nicht unglaublich? Ah, Gravel! Alter, ich hasse Gravel. Und jetzt... Ja, gut, jetzt wurde gerade eben mal wieder eine neue Datei angefangen. Nein! Gravel ist böse. Epic, so I became Gravel. Ja. Genau. Ey, welche Spiele haben wir letztes Mal nochmal auf der PS3 bei dir gezockt? Mal überlegen. Killzone? Ja, genau, Killzone war das, okay. Oh mein Gott, wir spielen... Nee, ich habe letztes Mal, weil ich wollte mir mal was angucken und da fiel mir der Name des Spiels sicher ein. Oh mein Gott, wir spielen Spiele ab 18. Wir werden sterben. Naja, ich habe auch schon ein Spiel ab 16 hochgeladen, also was soll's. Und auch schon ein Spiel ab 18. Und demnächst kommt noch was ab Level 18. Demnächst kommt noch was voll lustig. Dings ist, wofür man 18 sein muss, obwohl ich es zocke. Du kennst Terraria jetzt gerade nicht, aber pass auf. Das Spiel ist ab... Ich habe eine Höhle. Okay. Hier. Du kennst... Wo? Wo bist denn du? Nicht. Ah, ja, das stimmt. Ist doch von damals, da waren wir damals ganz früh mal drin. Nicht, ne? Aber pass auf. Das Spiel ist ab 6. Skeleton vor allem. Ein Skeleton. Das Spiel ist ab 6, ne? Jetzt halt dich fest, das spritzt Blut und alles. Das Spiel ist ab 6. Die Uskaten sind sonst irgendwie voll die Pussys und dann ab 6. Ey, nein! Aha. Ab 16 ist doch immer erst oder so, ne? Oder ab 12. Wenn da böse Wörter fallen wie Arschloch. Wieso ist Skyrim oder, ab 16? Oder Pussy oder...
Weil die da, Moment, ich muss überlegen. Oh mein Gott, Weil die oh Mistvieh mein Gott, sagen, was für ein oder? Schimpfwort. Nee, schwarz, ich muss nur überlegen, irgendwas fällt mir gleich ein, was total dämlich ist. Weil die, Und man kann man den kann auch, die Leute also, ja, dort, wegen dem Unterwäsche Tauchen. sehen. Wobei man bei Terraria die Gegner Ja, entwäschern genau, kann, ja. stimmt. Ja. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was Terraria ist. Ja, jetzt weiß ich La la es. la. Warum laberst du jetzt gerade nicht mehr? Weil ich was auch überlegen war. Ich baue das hier mal zu, ne, damit die Ja, das Slimes hier überlege nicht ich auch. irgendwie ausbrechen oder so. Was denn? Ja. Was ist denn das hier? Oh, okay. Hier ist einfach ein Loch. Wahrscheinlich. Hier war bestimmt damals irgendwelche Sachen Okay, ich ausgegraben bin oder so. was denn? Sagst du zuerst? Ja, guck, ich hab mich mal so gefragt damals bei Gronkh, ne? Wie kann der Typ bitte 700 Folgen oder so hochladen, ne? Aber ich verstehe es langsam, weil Minecraft, wenn ich da zum Beispiel mit dir zocke, ne? Da vergeht die Zeit so schnell, da sind über Ey, 15 wenn dir Minuten locker gefallen, und gib da mir hat mal ein man Stück mal eben die Cola. Ich brauche einfach Folgenanzahl. ein Stück Cola. Jo. Na was? Cole. Cola gibt's in Minecraft noch nicht. Cola? Ach so. Ich war gerade voll baff. Ich denke, so gibt's überall ein Stück Cola. Hä? Cola? Warte. Soll ich Nee, hier noch auch mal nicht. zubauen? Ja, mach mal. Ich mach mal hier so die Grenze, ne? So, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Weißt du, ich hätte sogar in meinem Mod, ja, ich habe einen Mod, für die, die es noch nicht wissen, hätte ich sogar sehr gerne, übrigens, den hätte ich auch schon sehr gerne auf 1.3 geupdatet, allerdings geht das gerade noch nicht. Bitte keine Fragen, warum. Du wolltest gerade warum sagen, ich weiß. Das war mir total klar. Auf jeden Fall, ich hätte auch sehr gerne ein komplett eigenes, eigenen Mob, Klammern Monster, da reingemacht. Das Problem ist, Gern ja, das hätte ich hätte auch natürlich gern. komplett eigenes Spiel, was total erfolgreich Nein, aber jetzt pass auf. wäre. Das Problem mit dem Monster ist, das Model, also wie das aussieht, ist kein Problem. Allerdings ist zum Laufen zu kriegen, das ist das Problem, weißt du? Das ist sehr kompliziert. Wenn man nicht weiß, was man macht, dann hat das Monster, sieht das aus, als hätte das Monster Spastiken. Für die, die nicht wissen, was das Wort bedeutet, bitte einmal auf Wikipedia Normal. nachgucken. Danke. So. Spastiken. Was für ein Wort? Ja? Gibt es das Wort Eventuell ist es schon wirklich? anders geschrieben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es müsste über Okay, Spastiken BTF. heißen. Ja, aber ich habe eine Idee, was das heißt. Ja, genau. Doof rumzucken, keine Ahnung, was da. Ja. Nein, da kommt die Kohle Hab ich schon nicht. gedacht. Wir müssen demnächst mal Glowstone Ja. holen, das hier mit ausleuchten. Ja. Vor allem, wenn ich daran Ist doch denke, besser als mit Fackeln. dass man angeblich bald die Fackeln nur anzünden muss. Das kotzt mich voll an. Nein, das kotzt mich voll an, genau. Das pisst mich voll an. Ja, muss man die Kohle neu anzünden. Wie jetzt? Dann gehen die Fackeln aus oder Ja, was? ich weiß, aber alle Ey, Fackeln, das die es ist ja jetzt gibt, werden mit scheiße. diesen neuen Dingern, mit diesen Laternen ersetzt. Angeblich. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich. Ich habe aber keine Ahnung, ob das jemals Ja, das wäre verwendet werden Kacke, vor wird. allem in Höhlen. Werden wird? Tatsächlich? Keine Ahnung. Ich habe ich mich auch gefragt, werden wird? Ich weiß Ja! nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich lese sie Schreibt's in die sowieso nicht. Kommentare. Okay, Was? doch, ich lese sie wieder mal. Ja. Eigentlich, ich lese auch alle. Ja, Katze, auf zum Miauen. Du gehst mir gerade ernst auf den Sack. So. Ja, Katze, nur weil du nicht ins Haus reinkommen, in dein Katzenhaus reinkommen bist, heißt das noch lange nicht, dass du große Sprüche klopfen kannst. Ich bin oben, hab mir neue Spitzhacken gemacht. Wo bist du eigentlich? Echt? Ah ja, naja, aber da unten war kein So, hätte es Eisen, auch unten oder? machen können. Egal. Du hast alles. Jetzt nicht gefragt, ich habe Eisen. Oh. Ich bin Mr. Mr. Allman Genau. oder so. Ist klar. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie groß der Slime-Chunk ist, wahrscheinlich ist der Slime-Chunk hier nur ein ganz kleines Stückchen und der Rest ist da, wo wir den Trepper haben. Da würde ich so kotzen. Ja. Boah, ja, dann würde ich aber um die Treppe rumbauen.
könntest dir mal wieder bald die Mindmap installieren oder so. Yeah, mega lecker.